Servus Leute, willkommen zurück zu diesem neuen TCG Opening. Heute machen wir wieder was von Pokémon auf, nachdem wir das letzte Mal ja Digimon Great Legend aufgemacht haben. Und zwar, ja, sollte eigentlich jetzt heute Astralglanz kommen, beziehungsweise vielleicht kommt es noch. Ich nehme das jetzt gerade am Samstag, den 28. auf. Ich habe die Astralglanz-Boxen immer noch nicht bekommen. Aber gestern war ja erst Release, von daher, ja, vielleicht bekomme ich die noch im Laufe der Woche, dann schiebe ich Astralglanz dazwischen, ansonsten nächste Woche. Jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal was auf, ja, was ziemlich genau in der Hochphase des Hypes rauskam. Und zwar habe ich hier ein Display von Farbenschock. Moment, ich muss mal gerade hier so, bisschen besser, gell? Ja, Farbenschock ist ein Set, was genau wie gesagt in der Hochphase des Hypes letztes Jahr rauskam. Das Ding war einfach nirgendwo verfügbar. Die Boxen teilweise 400-500 Euro, obwohl es ja wie gesagt gerade das aktuellste Set war. Hier die ganzen Streamer um Trimax und so, die haben das Ding caseweise aufgemacht, nur um das Rainbow Pikachu zu ziehen. Ich habe davon nichts aufgemacht bis jetzt. Das sind also die ersten Farbenshop-Booster, die ich jetzt öffnen werde. Ich habe hier das eine Display, mittlerweile sind die auch wieder bezahlbar, also immer noch teurer als UVP, aber ich glaube so 140 Euro kostet so eins aktuell. Und wir haben ja noch ganz viele Farbenschock-Booster aus den Celebrations-Produkten. Das heißt, wir werden heute das Display aufmachen und, ich weiß gar nicht, so 4, 6, 8, 10, auf jeden Fall noch ein paar Extra-Booster. Das heißt, wir haben hier die doppelte Chance auf Hits und sonst was. Wir gucken uns jetzt mal an, was in dem Set so drin ist, denn es gibt einen neuen Kartentyp. Oder es gab damals einen neuen Kartentyp. Ja, hier Vivid Voltage, wie gesagt, Farbenschock auf Deutsch. Kam genau nach Champions Path, wo ich ja schon die Top-Trainerbox aufgemacht habe. Und wir gucken jetzt einfach mal hier gerade gespinnt rein. 181 Karten sind im Set, 18 Secret Rares. Immer noch zu viel Secret Rares, aber besser als Paaren 20 oder Paaren 30 Secret Rares. Wir haben hier coole Ankommen-Karten, finde ich schöne Artworks, irgendwie so vom Zeichenstil. Auch hier das Yanma beispielsweise, sieht cool aus. Aber dann sieht man hier schon bei dem Celebi, was ist da denn los? Ne? Also ich meine Farbenschock, der Name kommt jetzt nicht von ungefähr. Wir haben hier so ein Artwork, was aussieht, als wäre dahinter mal so ein Wasserfarbkasten ausgelaufen. Und zwar ist das eine sogenannte Amazing Rare. Die hat auch hier unten dieses Symbol, das A, das kleine mit diesem bunten Dings im Hintergrund. Das sind sogenannte Amazing Rare Karten. Diese Amazing Rare Karten sind auf dem Reverse Slot. Das heißt, die nehmen keinen Platz von einem Hit weg. Das heißt, die sind quasi so zusätzlich drin. Von der Pullrate her, ich weiß nicht jetzt, wie viel im Display drin sind oder vielleicht sogar garantiert sind oder was auch immer. Ich weiß nur, von der Pullrate liegt das irgendwo zwischen der V-Karte und der V-Max. Also ich denke mal so, in einem Display sind vielleicht so 2, 3 drin. Davon gibt es einmal hier das Celebi, dann gibt es einmal das Raikou, dann haben wir noch als Amazing Rare das Zacian und wir haben noch das Zamazenta. Gibt es sonst noch eine? Ja, Jirachi, okay. Das heißt, wir haben... Ach, Rayquaza habe ich vergessen, genau. Das ist ja beinahe noch die geilste Rayquaza. So, das war es aber dann, gell? Genau. Wir haben also Rayquaza Amazing Rare, Jirachi Amazing Rare, Zamazenta und Zacian als Amazing Rare. Dann haben wir Raikou als Amazing Rare und hier oben das Celebi. Welche ich gern hätte, wären auf jeden Fall Celebi, Raikou, Zacian und Zamazenta brauche ich jetzt weniger. Und dann, ja, Jirachi auch nicht so, dann eher noch das Rayquaza. Also immer Rayquaza, Raikou und Celebi. Das wären meine drei Amazing Rares, die ich heute gern ziehen würde. Ansonsten gucken wir mal, was wir hier so drin haben. Hier ist zum Beispiel Marithelit drin, dann Glumanda, Glutexo, Glurak, Flamara, Aquana. Hier unten haben wir noch Blitzer drin, dann Pikachu V und V Max. Wir haben noch, ja gut, ich weiß nicht, also Fiaro, Flampavian in der Galar-Version. Das sind jetzt alles nicht so geile Hits. Eine Ampharos finde ich wieder cool. Dann, was haben wir hier noch drin? Genau, hier das Pion Draghi. Und das, Gott, jetzt kommt gerade gar nicht drauf, wie es auf Deutsch heißt. Kolossal auf jeden Fall, das auf Englisch. Stalos haben wir immerhin drin. Dann Durengard als V und V Max. Togekiss, die hätte ich auch ganz gern. Die sind auch geil.
und dann ja die Full Arts. Die Full Arts sind eigentlich so das Coolste hier im Set, finde ich. Also das Pikachu-V sieht extrem cool aus. Das erinnert so ein bisschen auch an das Pikachu aus Strahlende Sterne. Ne, warte mal, ich mach mal gerade den hier. Pikachu Strahlende Sterne, wo haben wir es? Hier, genau. Das ist das Pikachu aus Strahlende Sterne. Passt irgendwie so, gell? Also wenn man die in den Schrank stellen wird, dann kannst du dir das links hinstellen und das rechts hin und dann guckt das niedliche Pikachu hier so das Böse an. Dann Ampharos Full Art ist geil. Simsala Full Art ist extrem cool. Lauchzelot Full Art ist witzig. Dann Togekiss und Stalos. Ja, so Full Arts sind ein paar dabei, die ich eigentlich gern hätte. Nur so viele Hits sind in dem Display nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, da müssen dann vielleicht die Bonusbooster noch ein bisschen reinkicken. Und dann hier das Pikachu V-Max Rainbow ist die teuerste Karte im Set. Ich sag mal, wenn du die ziehst, dann hast du das Display bezahlt. Aber wenn du die nicht ziehst, dann nett. Also alle anderen Karten, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar hier die Full Art ist die zweiteuerste, die kosten 30er. Also ein 30er gibt es natürlich nicht, 30 Euro. Und das ist, meine ich, die drittteuerste Karte, die ist dann 15 Euro oder so. Bedeutet, ja, die hier 140 ungefähr, wie gesagt, die hier 30 und die schon 15. Der Rest ist also vom Wert her uninteressant. Da ich eh nicht das Masterset vervollständigen will, ist mir eigentlich egal, was ich heute ziehe. So. Ich will halt die drei Amazing Rares ziehen und eine Pikachu-Karte, jetzt egal ob V, V Max oder auch hier unten die Full Art oder die Rainbow. Also ich muss nicht mal die Rainbow ziehen, weil die Full Art finde ich beispielsweise schöner. Und ja, wenn ich die, also die Rainbow würde ich mir auch nicht kaufen. So. Wie gesagt, hiervon will ich kein Masterset voll machen, weil hier einfach zu viele Karten drin sind, die mich jetzt weniger interessieren, zum Beispiel das Durengard oder so, auch das Pion Draghi so, die kicken jetzt irgendwie gar nicht. Mir geht es halt um die Amazing Rares und da versuche ich eben diese drei jetzt hier über das Display und über die Bonusbooster zu ziehen. So, genug geschwätzt, wir machen jetzt mal das Display auf und zwar nehme ich dafür diese Schere und schneide hier oben einmal rein. So, schwuppdiwupp. Folie ab. Und auf damit. So, da sind 36 wunderschöne Farben-Chock Boosters. Wir gucken uns gerade mal die Pack Artworks an. Da haben wir nämlich diese vier. Und zwar haben wir einmal Zarude, Pikachu, Celebi und Marithalid. Ich glaube, ich nehme mir auch die 4 gerade irgendwie so als Artwork-Set, lege ich mir weg. Ich glaube nämlich, das sieht ganz cool aus, die 4 so nebeneinander. Mit diesem Celebi-Farbenschock-Hintergrund und so weiter. Aber wie gesagt, wir haben ja noch Bonus-Packs aus den Celebrations-Artikeln, wie gesagt. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wir machen garantiert jetzt 40, 50 Booster auf. Und ja, komm, wir fangen. Warte mal, lege ich schon mal zur Seite. Wenn da jetzt was drin wäre, gut, Pech gehabt, ne, so ist es halt. Ich fangen wir direkt hier an. Muss mir nur gerade noch das da machen. Und dann würde ich sagen, let's go. So, wie rum liegt der Code? So rum. Der erste ist natürlich wie immer für euch. Und dann machen wir 4 von hinten nach vorne. So, wir fangen an mit Feuerenergie, dann Kokuna, Metang, Nio, Palim Palim, ein Galamauzi, ein Hokumil, ein Zapladin, ein Pipi, ein Fletiamo auf dem Reverse Slot. Wie gesagt, da kann auch die Amazing Rare liegen. Und wir haben ein Bibor, das ist, nee, ist kein Holo. Okay, Bibor, Non-Holo als erstes Pack. So, und worüber ich auch sehr gehypt bin, ist das neue Pokémon Go Set. Das ist ja schon längere Zeit angekündigt, aber mittlerweile bekommt man so die ersten Leaks oder sogar die ersten offiziellen Ankündigungen. Und wir starten direkt rein mit einer Zamazenta Amazing Rare. Gleichzeitig kickt hier auch gerade die Sonne des Todes durch die Fenster, Alter. Holy shit, das ist ja komplett überbelichtet, aber ist gerade mal egal. Wir gucken uns mal diese Amazing Rare an. Wenn der Autofokus will. Ja, jetzt will er.
Also dieses Amazing Rare, ja, Holofoil kann man ja eigentlich sagen, ne? Das ist schon geil. Das ist wie bei so einer Rainbow-Karte halt eben so dieses Glitzer, Sparkle, was auch immer Gedöns. Man sieht auch auf dem Samasenta die Struktur, ne? Diese Kreise, auch im Hintergrund hier, da oben sieht man diese ganzen kleinen Kringel. Also das sieht schon fett aus. Jetzt ist es natürlich genau eine Amazing Rare, wo ich gesagt habe, die brauche ich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite überlege ich mir gerade so, warum nicht einfach Amazing Rares sammeln, so wie früher die Gold Star Karten. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sammeln alle Gold Star Karten zusammen. So kann man ja auch eigentlich alle Amazing Rares zusammen sammeln. Zumal die jetzt auch ein richtig gutes Centering hat eigentlich. Oben, unten vielleicht ein bisschen off, unten dicker. Aber ansonsten sieht die schon fett aus. Und vor allem, warte mal, das fällt mir jetzt gerade erst auf, sogar die Energien hier links, selbst die haben Holo, ne? Hier diese drei Energien, also Elektro, Kampf und Stahl, selbst die haben diesen Glitzereffekt und auch unten das Schwäche, das Auge, also Psycho, selbst das hat dieses Glitzerding. Okay, das sieht schon fett aus. Ja, vielleicht mache ich dann doch eine Amazing Rare Sammlung. Also, wenn die mir jetzt natürlich noch die anderen hier ziehen sollten, wäre das natürlich extrem cool. Und dahinter ist ein Pixinon Holo. So, dafür gibt es wieder einen Code, der auf dem Kopf steht. Für die Amazing Rare. Einen Amazing Code. Ich weiß noch nicht, also irgendwie, das mit der Sonne ist ja ganz schön, aber es ist halt komplett überbelichtet gerade, ne? Und das Ding ist, wenn ich manuell automatische Belichtung reinhau, dann ist es immer viel zu dunkel. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft vielleicht noch lösen kann. Ich habe jetzt endlich mal hier so, na guck, jetzt geht die Sonne, jetzt ist gerade wieder eine Wolke vor der Sonne, jetzt ist es gerade wieder besser. Aber das Ding ist halt, hier mit drunter gelassenen Rollläden aufzunehmen, ist irgendwie auch blöd. Wenn ja draußen so schöne Sonne ist. Pampoli Reverse und Atmurai Non-Holo. Wobei ich auch schon festgestellt habe, dass das teilweise auch einfach an dem. Oh, Potrot, sehr geil. Potrot, eins meiner Lieblings-Pokémon, weil es einfach so witzig ist. Die Schicht Stahlenergie. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie Stahlenergie. Das Stahl-Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, hat keine Schwäche. Okay, Zapladin. Pipi. Tanza, jetzt habe ich gerade schon vergessen, wo ich gerade dran war. Garnovil, der ist noch nicht die Reverse. Pipi ist die Reverse. Und dahinter ist Donphan, auch Non-Holo. Ah, ich weiß wieder, wo ich zumindest eben dran war. Und zwar das neue Pokémon Go Set, ja. Also, es sind ja jetzt schon die ersten Karten, wie gesagt, geleakt. Und ich muss sagen, ich will jetzt nicht spoilern, ne? Weil also ich werde davon auf jeden Fall auch was aufmachen. Oh, das Score-Stadion hier in Reverse und Metacross auch Non-Holo. Aber ich sage jetzt einfach mal, es gibt eine Funktion bei den neuen Karten, die erinnert eher an Sticker. So, mehr sage ich jetzt einfach mal nicht. Das werden wir uns dann angucken, wenn wir die Karten in der Hand haben. So, Pfiffchen und dahinter die erste V-Karte, Zarude V. Okay. Ist jetzt auch eine der ja, nicht so geilen Pokémon, finde ich. Also, ja, ich weiß nicht, ich kann mit Zarude irgendwie nichts anfangen. Aber in dem Set sind ja, wie gesagt, eh nicht so die geilen V-Hits drin, meiner Meinung nach. Da geht es, wie gesagt, eher tatsächlich dann um die Amazing Rares. Also zumindest bei mir, ne? Wenn natürlich jemand sagt, Zarude ist mein Lieblings-Pokémon, dann ist das natürlich auch voll okay. Genau. Und was auch für das neue Pokémon Go Set angekündigt ist, sind neue Radiant-Pokémon. Oder Shiny-Pokémon oder strahlende, leuchtende. Ich weiß nicht, die haben immer mal andere Namen, aber der Grundtenor ist immer Shiny. Und zwar haben wir ja in Battle Region schon die ersten Shinies kennengelernt. Oh, Magearna in Hoenn. Und zwar haben wir ja in Battle Region schon das Heatran als Radiant gezogen, also als Shiny. Und es wären ja auch noch zwei weitere Pokémon drin gewesen als Shiny. Die sind jetzt dann bei Dark Phantasma sind weitere Shinies drin, die wir dann alle in. Oh, Lugia Holo! Holy shit!
Ich wusste gar nicht, dass es ein Holo ist. Man hat es eben zwar in der Set-Übersicht gesehen, aber ich wusste nicht, dass es ein Holo ist. Das ist nice. Lugia Holo, fett. Ist leider Off-Center links, rechts, ne? Oben, unten auch ein bisschen. Aber Lugia Holo, das ist nice. Vor allem ist auch ein geiles Artwork irgendwie. Ist da so durchs Wasser zischt, ne? Beziehungsweise, ja doch, soll im Wasser sein. Hinten, das sieht wieder aus wie so eine Wolke. Aber Lugia Holo, das ist fett. Genau, und die Shinies aus Battle Region, die haben es auch in Astralglanz geschafft. Die von Dark Phantasma jetzt nicht, weil das Set zu knapp davor rauskam. Die werden wir auch nicht in Pokémon Go haben. Oh, Evoli ist auch ein schönes Artwork mit den ganzen Sternschnuppen. Pokémon Go, da ist Deutsch und Japanisch identisch mal wieder, was ja sonst auch nicht der Fall ist. Tengulist hier non-holo. Weshalb ich davon ausgehe, dass wir dann die Shinies aus Dark Phantasma dann erst im nächsten Set nach Pokémon Go bekommen. Aber was jetzt schon geleakt wurde, ist ein Shiny Turtok. Und wo ein Shiny Turtok ist, da ist vielleicht auch ein Shiny Bisasflor oder Shiny Glurak sogar nicht weit. Von daher lasse ich mich da mal überraschen. Wobei ich glaube, die kamen jetzt auch in Pokémon Go raus. Das heißt, die wurden nur in Deutsch geleakt, auf Japanisch weiß ich gerade gar nicht, wo die dann, ja, wahrscheinlich auch in Pokémon Go, ne? Finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass sich Pokémon da aktuell so ein bisschen ausprobiert mit diesen, Shinies, also mit diesem gekreuzten Holo, ne? Und auch die V-Star-Karten und selbst die Amazing Rares jetzt hier vom letzten Jahr. Also da sind ein paar ganz geile Karten dabei. So, und apropos geile Karten, bis jetzt lässt das Set doch dann eher zu wünschen übrig. Also ich meine, die Samazenta Amazing Rare ist ja schon ganz cool. Das Zarude V, ja, okay. Aber so langsam könnte mal wieder was kommen. Oh, Durengar V, jawohl. Beschweren zahlt sich wieder aus. Das hatten wir beim letzten, oder das hatten wir bei den Digimon Openings auch schon gesehen. Beschweren zahlt sich halt doch eben immer aus. Durengar V. Ist jetzt auch nicht, wie gesagt, meine Favorite V. Da hoffe ich ja immer noch auf ein schönes kleines Pikachu. Aber immerhin mal wieder eine V. Ja, dafür gibt es auch dann mal wieder einen Code. Eine Code-Karte. 1, 2, 3, 4. Zack. Bup, rumgedreht. Und Finsternis-Energie. Die Chirchest-Therme. Eine Wasch-Wasser-Energie. So, Blanas haben wir hier. Ein Samurzel. Garnovil schon wieder. Ein Watzapf. Kastadur. Ein Schuppett, ein Zeraora in Reverse, okay, und Dianzi Holo, immerhin. Wir machen weiter mit Wasserenergie. Der Beulenhelm, oh Gott, was kann der denn? Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, in der aktiven Position ist und durch eine Attacke von Pokémon eines Gegners Schaden erhält, auch wenn es dadurch kampfunfähig wird, lege 2 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Okay, also quasi so eine, du machst mir Schaden, aber bekommst dadurch auch selbst Schaden. Okay, Rockaiman, Warmboll, nochmal Watzapf, Plaudergei, Glumanda, jawohl, das erste Glumanda für heute. Centering, oben, unten, Schmutz, links, rechts, Schmutz, also Schmutz. Fifian, Yanma in Reverse, wie gesagt, ein sehr cooles Artwork hier. Und dahinter Galar Mauzinger. So, und wie wäre es jetzt mal mit einem schönen Pikachu Full Art, oder? Das wäre doch jetzt mal was. Oder nochmal eine Amazing Rare. Oder eine Amazing Rare und Pikachu Full Art im selben Booster. Das wäre natürlich, das wäre, glaub, war das schon? Nee. Das ist die, ja, das ist die Reverse. Ich wollte gerade schon wieder sagen, ja, das Unleash Reverse, das erkennt man ja nie. Teleskopisches Visier in Reverse und Pikachu. Das glaube ich ja jetzt nicht, Alter. Pikachu V Full Art, jawohl. Das ist. Okay. Nett geskriptet, Pikachu V Full Art. Wie geil ist das denn, Alter? Leider keine Amazing Rare in dem Booster. Aber immerhin Pikachu V Full Art. Nice. Das ist extrem cool. Das ist eine sehr, sehr fette Karte. Und ich weiß halt jetzt nicht, ob die aus dem Display ist oder ob die aus einem der Celebrations-Dinger ist. Das heißt, wir haben immer noch die Chance, eine weitere Full Art zu ziehen. Vielleicht sogar nochmal eine Pikachu V Full Art. Wer weiß das schon. Die gucke ich mir aber jetzt mal genauer an. Weil ich habe schon gesehen, die hat leider rechts hier etwas Silvering.
Ja, ne, erkennt mir da, beziehungsweise was halt Silvering, der Rand ist ein bisschen angeknabbert, ne? Erkennt mir hier ganz gut da, wo diese Struktur so an den Rand ausläuft. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das ist natürlich dann ein bisschen anfällig, sage ich mal, für so Randgeschichten. Das heißt, die würde beim Grading aufgrund der Tatsache allein schon keine gute Note bekommen. Da unten rechts sieht man es sogar noch extremer bei diesem Schwarz, ne? Der Schwarzen, dann hier rechts der Rand, da ist extremes Silvering. Ansonsten auf der Rückseite haben wir Whitening. Ne, Whitening sehe ich nichts. Die Ecke ist aber auch nicht schön gestanzt. Die ist auch nicht schön gestanzt. Das hier ist nur ein Fussel. Achso, das ist eine Reflexion. Also die Ecke ist alles andere als rund, ne? Die ist mal komplett eckig. Wie sieht es hier unten aus? Ja, kann man nicht gut erkennen. Widening sehe ich aber eigentlich keins. Da vielleicht ein bisschen an der Ecke. Ja, aber hauptsächlich halt die Ecken sind nicht schön gestanzt. Ansonsten Sandring Rückseite oben dicker als unten. Links, rechts geht. Sandring Vorderseite. Ja, links auch ein bisschen dicker. Oben ein bisschen dicker. Also ich würde mal sagen, so eine 7 bis 8. Ja, eine 8 vielleicht. Aber auf jeden Fall keine 9 oder 10. Aber gut, so, wir machen dann auch direkt weiter. Für das Pikachu gibt es einen Code. Und ich weiß halt nie, gerade bei so Geschichten, ob ich dann irgendwie noch mit drauf lassen sollte, wie ich den Booster aufmache und so, ne? Damit man halt sieht, dass es nicht geskriptet ist. Ich meine, ich packe hier keine Karten oder ich kaufe mir keine Karten, packe die dann in so einen Booster oder tausche die aus und sagt dann hier, oh, krassester Hit, EU West oder so. Natürlich mache ich sowas nicht. Aber der Pokeref, der hat da schon paar Nachrichten geschrieben bekommen, so nach dem Motto, ey, du packst da Karten rein und tust nur so, als würdest du die krassesten Dinger ziehen. Wo er dann drauf geantwortet hat und hat halt eben dann das Video ungeschnitten veröffentlicht. Genesect Reversed, das ist auch fett. Wo Galar Flampavian V. Okay, nächste V-Karte. Ja, wie gesagt, jetzt auch nicht nix, was mich vom Hocker haut. Erstens das Pokémon, zweitens dann noch die Galar-Version, die noch langweiliger ist als das normale Flampavian. Ja, okay. Weil der Grund, warum ich sowas nicht mache, mit bei dem Hit irgendwie das den Booster noch öffnen, also im Video drin lassen, ist halt eben, weil dann weiß man schon, okay, wenn er jetzt den Booster aufmacht, dann kommt ein Hit. Und das ist ja irgendwie, oh, Relaxo Reverse. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Jetzt kommt wieder hier die Sonne, aber man kann es erkennen, ne? Das Reverse, okay. Und Zekrom Holo, oha, ich wusste auch nicht, dass das eine Holo ist. Und das siehst du beim Pokélektor leider nie, ob das Holo oder Non-Holo ist. Also manchmal sieht man es, wenn die Karten halt eingescannt wurden und der Scan ist, also dass du auf dem Scan das Holo voll siehst. Aber okay, Zekrom Holo ist leider genauso zentriert wie das Lugia, also links, rechts, off. Oben, unten, okay, oben vielleicht ein Tickelchen dicker, aber sehr cool. Das ist genau dasselbe wie, ich gucke sehr viel Skateboard-Videos. Also ich bin früher sehr, sehr viel Skateboard gefahren, aber gucke immer noch gern, also mittlerweile nicht mehr, aber gucke immer noch sehr gern Videos vom Skateboarden. Insbesondere hier Andy Schrock oder Sam Tabor oder Johnny Geiger, halt die ganzen Revive-Jungs. Und da ist es auch so, wenn die einen Trick 20 Mal probieren, dann lassen die natürlich nicht 20 Mal im Video, wie die Anlauf nehmen. Ne, sondern die schneiden dann quasi 20 Mal nur gerade kurz bevor die springen. Und beim 21. Mal, da siehst du dann, wie die Anlauf nehmen. Und da weißt du dann schon, okay, jetzt steht er. So, das ist auch ein bisschen schade. Natürlich willst du dann auch sehen, wie der die Vorbereitung macht und so, aber du weißt halt schon, okay, der steht denn jetzt. Wenn ich dann jedes Mal noch das Booster öffnen drin lassen würde, wenn ein Hit kommt, dann weiß man ja auch schon, ja, okay, jetzt kommt ein Hit. Und man will ja, oh, Flamara, genau, das meine ich. Man will ja nämlich immer ein bisschen dann noch überrascht sein, so, ne? Deswegen habe ich mich halt eben entschieden, entweder immer das Booster-Öffnen mit drauf zu haben oder es immer wegzuschneiden. Und da bin ich dann ehrlich gesagt, für immer wegschneiden, weil, ja, nach dem 13. Mal ist es halt auch nicht mehr spannend, so ein Booster aufzumachen. Zwirfins in Reverse und Blitzer, jawohl, jetzt kommen die ganzen Evolutions hier. Wie eingangs schon erwähnt, mir geht es hier heute gar nicht darum, die dicksten Hits zu ziehen, sondern ich würde halt gern die ganzen Amazing Rares haben, die ganzen Evolutions, das Lugia, das habe ich ja schon, und auch das Glurak, das wäre auch noch cool.
Und Amazing Rares hatten wir bis jetzt nur das Samazenta. Das lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Evolutions dafür jetzt schon Flamara und Blitzer. Wenn jetzt gleich noch das Aquana kommt, dann hätten wir sie natürlich schon alle. Aber was die Booster angeht, sind wir, glaube ich, jetzt gerade mal so bei Halbzeit. Von daher, da kann ja noch einiges kommen. So, Voldemort, Zwielicht, ein Glamauzi, ein Yanma, ein Pfanpi, Terrakium in Reverse und ein Ninja Tom Non-Holo. Da hatten wir eben noch das Reverse von. Das ist ein Reverse natürlich cooler. So, Psycho-Energie, Aroma-Blatt-Energie, Rokaiman, die Liga-Angestellte, Kameaps, ein Pepek, Dedenne mit diesen komischen Knet-Artworks, wie gesagt, ich bin kein Freund davon, Felino, Yanma, Schwalbini in Reverse und ein Zwirfinst-Holo. Sehr cool. Holo. So, ich muss mir gleich nochmal neue Sleeves holen. Durch die ganzen Reverses wieder und die Holos und so sind meine Sleeves jetzt gleich schon leer. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein paar auf Vorrat. Die Däne, Castadur, Mehikel, Pepek in Reverse und Pyondragi V. Okay, Sandring rechts, links ist zwar komplett beschissen, aber immerhin nochmal eine V-Karte. So, wovon ich aber jetzt noch überhaupt nichts gesehen habe, ist unser garantierter Big Hit. Also die V-Max oder die Rainbow oder sonst was. Ich meine, die Fuller zählt eigentlich nicht so als Big Hit. Also eine ist ja garantiert. Wie gesagt, eine V-Max müsste eigentlich auf jeden Fall kommen. Zwotronin, Tanzer, Frizzleblitz, Zwerlicht, nochmal ein Fumpy, ein Tarnhail, Willst du mich verarschen? Oh Mann, warum denn ausgerechnet zweimal Samazenta? Ja, nächste Amazing Rare, Samazenta, Mein Gott, da hätte jetzt alles drin sein können, weißt du, Celebi oder weiß der Geier was? Nein, Samazenta, zweimal, okay. Ich nehme an, eine war aus dem Display, eine war aus so einem Extra-Booster von den Celebrations-Artikeln. Ich denke nicht, dass die zweimal dieselbe Amazing Rare in Display packen. Aber gut, wir haben zweimal Samazenta. Sehr cool. Dann kann ich eine davon graden lassen und die andere packe ich mir in Ordner oder wie auch immer. Naja. Gut, Samazenta und dahinter ist Togekiss V, immerhin. Also, wow, das war ein Heavy Booster. Togekiss V und Samazenta Amazing Rare. Das war schon mal ziemlich fett. Wenn es wenigstens noch das Seishin gewesen wäre oder so, das wäre ja dann noch okay gewesen. Aber zweimal Samazenta ist natürlich extrem unlucky. Pflanzenenergie, Zwotronin, der Kumu-Käse, ein Girafarik, Watzapf, Pampoli, ein Pepek, ein Samurzel, ein Garnwill, ein Zebritz in Reverse und ein Kaokto. So, ich weiß nur nicht, also wie gesagt, ich würde gerne alle Amazing Rares haben. Oh, das erste Glutexo für heute. Das Ding ist aber halt, wenn in einem Display nur ein oder zwei drin sind, nur für die Amazing Rares, die vielleicht 5 Euro kosten, jetzt noch 3 Displays aufzumachen, das ist halt irgendwie nicht wert. Aber die jetzt einfach so alle kaufen, finde ich auch langweilig, weil ich habe ja irgendwie schon so den Anspruch an mich selbst, die alle oder zumindest die meisten zu ziehen. Ich meine, deswegen mache ich es ja. Ich will ja die Karten ziehen. Deswegen mache ich ja die Booster hier auf. Sonst hätte ich mir von vornherein alle kaufen können. Ne? Gedächtniskapsel in Reverse und Terrakium. Wobei ich mich auch so gesehen eigentlich nicht beschweren darf. Ich meine, ich habe mir Pikachu Full Art gewünscht und habe es bekommen. Von daher, gut, sehe ich dann über das zweite Samazenta hinweg. Immerhin war es noch eine Amazing Rare. Man hätte ja auch keine mehr bekommen können. So, ne? Tukanon. Aber das mit dem Doppelziehen bin ich ja auch irgendwo schon mittlerweile gewöhnt. Siehe Digimon Dash Packs. Da hatte ich auch nicht immer das große Glück. Flormon Schneckmack. Pampoli. Barakifa. Und ein Regirock. Immerhin mal wieder eine Holo. So, ich habe von jedem noch 2 Booster. Also zweimal Maridelit, zweimal Celebi, zweimal Zarude, zweimal Pikachu. Macht in Summe 8. Genau. Wenn ich richtig gerechnet habe. Oh, das ist cool. Steinenergie, also Steinkampfenergie in Reverse. Und Ampharos V, jawohl, sehr gut. Nice, jetzt fehlt nur noch Pikachu V
Und da bin ich eigentlich, was die V-Hits angeht, ganz zufrieden. Trotzdem vermisse ich irgendwie immer noch sowas in Richtung ja, V-Max, Secret Rare, ne? So, da war ja jetzt bis, also war bislang ja noch nichts dabei. Glutexo Reverse, das ist cool. Das ist sehr fett. Wenn wir gleich noch Glurak bekommen. Oh, Galaflam Pavian V-Max, da haben wir die V-Max. Warum muss es ausgerechnet Galaflam Pavian sein? Wie gesagt, das normale Flampavian finde ich schon meh. Und dann noch die Galar-Version. Ich meine, wie sieht das bitte aus, Alter? Das ist ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin echt hin und her gerissen. Zwischen Till und Tränen sozusagen. Ja, Code. Ja, wie sofort. So. So, das war dann unser garantierter Hit. Ein Galar Flampavian V-Max. Sehr toll. Genau das, was ich wollte. Metang, Score, Stadion, Chefrum, Zapladin, ein Pipi, Tanzer, Otaro mit einem niedlichen Artwork, Garnuvil, Kloptopus in Reverse und dahinter ist Dialga Holo. Okay, also die Holos, beziehungsweise die normalen Rares, sage ich jetzt einfach mal, die sind dafür aber ziemlich geil. Also, was haben wir schon? Lugia Holo, Dialga Holo. Hier, Ding, was hatten wir dann eben noch alles? Also auf jeden Fall ein paar geile Holos. So, Petra, was? Petra Fakt, okay. Nochmal Chefrum, Tantanel, Schneckmark, Elezeba, Palimpalim, ein Galamauzi, ein Hokumil, ein Ninkada in Reverse und nochmal Togekiss V, okay. Die erste V, die doppelt kam, wie gesagt, dann war auch wieder einer aus dem Display, einer aus so einem Bonus-Booster. Aber ja, immerhin ist Togekiss doppelt gekommen und nicht Zarude oder was weiß ich nicht noch. So, und das sind die letzten vier Booster für heute. Ich würde sagen, wir machen die so in dieser Reihenfolge auf. Ne? Pikachu zum Schluss. Gibt nochmal Glück. So. Apropos Glück, hier habt ihr nochmal einen Glückscode. Könnt ihr euch einlösen im Pokémon Online TCG. Aber bitte nicht alle auf einmal. Also, wenn ihr da vielleicht euch zwei, drei Codes nehmt und den Rest dann noch anderen überlassen würdet. Das würde ich persönlich sehr begrüßen. Soll ja jeder die Chance haben, hier auch was davon zu haben. Aeropack, Watzapf ist verkehrt rum. Oh mein Gott. Okay. Das kommt aber auch sehr, sehr selten vor im Deutschen. Also im Englischen hast du öfters mal Aeropacks, wo Karten verkehrt rum drin sind, wo du die krassesten Miscuts hast oder. Ich weiß nicht, ob ihr von Trimax das Opening gesehen habt, von Strahlende Sterne, wo da das Glurak, wo der Drucker leer gegangen ist. Aber im Deutschen hast du sowas normalerweise nicht. Okay, ist hier jetzt. Nee. War einfach nur verkehrt rum drin. Könnt ihr jetzt hier dickfett in den Titel schreiben. Error Pack, krassestes Opening ever. Oh mein Gott. Ja, da gibt's so ein paar Spezialisten, die das immer machen. Oder auch wenn die Evolution aufmachen, dann schreiben sie in den Titel, ziehen wir das 5.000 € Glurak. Digga, das Glurak ist ein Furzwert, Alter. Metang. Und dahinter Durengard V Full Art. Okay, immerhin nochmal eine Full Art. Immerhin nochmal eine Full Art. Ist jetzt auch nicht die geilste, aber okay, wie gesagt, also so ein Simsala oder so hätte ich schon lieber genommen. Immerhin nochmal eine Full Art. Ja, weil gerade die Evolution-Druckqualität, die ist so beschissen. Es kann sein, dass mal ein Glurak aus Evolution in der PSA 10 für 5.000 € verkauft wird. Aber überhaupt mal ein Glurak zu ziehen, was eine PSA 10 wert ist, ist bei Evolution so schwierig. Und dann musst du es halt erstmal graden lassen, dann musst du es irgendwo reinstellen und dann muss erstmal jemand kommen, der so blöd ist und dir so ein Glurak für 5.000 € abkauft. Ein normales Glurak Evolution, was weiß ich, ungegradet. Mit schlechtem Centering geht für einen Zwanni oder was weiß ich nicht noch, ja. Aber dann das 5.000 € Glurak. Oh mein Gott, krassestes Opening. Zacian Amazing Rare. Oh mein Gott, krassestes Opening. Spaß. Okay, Zacian Amazing Rare. Immerhin haben wir doch jetzt zu Zamazenta dann noch den Gegenpart gezogen. Also die dritte Amazing Rare und die zweite, also die dritte anzahlmäßig, die zweite so gesehen, ne? Zacian Amazing Rare, extrem cool. Auch wieder mit dieser Struktur. Das sieht man, wenn der Autofokus einfach da geblieben wäre, wo er gerade war. Du Arschloch, du regst mich auf, ey. Ah, komm schon. Hallo. Auto. Fokus. Como. Como. Genau. Da sieht man jetzt. Alter. Der will mich verarschen.
Der ist immer perfekt und dann stellt er sich sonst wohin. Nein, man hat es aber kurz gesehen, gell? Da, jetzt sieht man es. Die Struktur über das komplette Foil auf dem Pokémon sieht man es ganz gut vorne auf dem dunkelblauen. Also das sieht schon nice aus. Auch hier wieder die Energien mit diesem Glitzereffekt. Und unten dieses kleine A, das glitzert auch. Das kann man schlecht einfangen. Doch, jetzt sieht man es. Auf dem Psycho sieht man es am besten. Ne? Da glitzert es auch. Ja, das sieht schon cool aus. Amazing Rare Karten könnten sie auch wieder gern zurückbringen. Die finde ich immer sehr schön. Und Nummer 2 finde ich Tolo. Alles klar, dann Last Pack Magic. Letzter Booster für heute. Die Amazing Rares gab es ja nur in dem Set hier und in dem, was danach kam, nämlich Schimmerndes Schicksal? Strahlendes Schicksal? Shining Fates. Wie hieß denn Shining Fates nochmal auf Deutsch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, Schimmerndes Schicksal? Auf jeden Fall Schicksal. Irgendwas mit Schicksal. Okay, jetzt ist gerade wieder die Sonne weggegangen. Warte mal, ich mache gerade die Lampe an. Genau. Das Ding ist aber, ich sammle ja verborgenes Schicksal und da fehlen mir noch, was weiß ich, wie viele Shinies. Und weil ich die Shinies aus verborgenem Schicksal geiler finde, wie die aus Shining Fates, sag ich jetzt einfach mal. Also Shining Fates sammle ich nicht. Und dann nur für da die zwei Amazing Rares, die da noch drin sind, mir komplette ETBs von Shining Fates zu kaufen. Ninjask nebenbei mal hier so, letzte Rare. Das lohnt sich irgendwie nicht. Das heißt, ich werde versuchen, die hier zu sammeln, die Amazing Rares, und dann die aus schimmerndem Schicksal, wie auch immer, mir einfach dann im Zweifel noch nachzukaufen. Ja, ich kann das ja gerade mal hier zeigen. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt gezogen Celebi leider nicht. Chlorak leider auch nicht. Glumanda ist eine Common, die haben wir nur einmal gezogen. Ja, das Aquana fehlt uns auch noch. Pikachu V fehlt uns noch. Formax leider auch nicht gezogen. Zapdos auch nicht gezogen. Also noch viele nicht gezogen. Raikou nicht gezogen. Ansonsten, genau, wie gesagt, Seishin haben wir gezogen. Und das Summer Center zweimal. Jiraji haben wir nicht gezogen. Rayquaza nicht gezogen. Also ich glaube, ich kaufe mir nochmal hier so eine Boosterbox. Wie gesagt, 140 Euro geht ja. Pikachu V und das, genau, hier Egilash, also Durengard haben wir gezogen. Wie gesagt, Ampharos V ist noch drin als Full Art. Simsala ist noch drin. Lauchzlot wäre noch drin. Da sind noch ein paar schöne Karten drin. So, aber jetzt wollte ich ja eigentlich hier zurückgehen. Und dann, wenn es denn geladen hat, genau hier Shining Fates. Wie gesagt, schimmerndes Schicksal oder so, irgendwie heißt das auf Deutsch, weiß nicht. Da ist nämlich noch drin die Reshiram Amazing Rare. Und da ist auch noch drin die Kyogre Amazing Rare. Und da ist auch noch drin die Yveltal Amazing Rare. Und das war's, genau. Also die drei würde ich mir dann kaufen, weil wie gesagt, das ist nochmal so ein komplettes Shiny-Set. Ne? Hier wieder mit Mini-Shinies. Und hier unten kommen dann noch die großen Shinies. Das Ding ist aber halt, ich finde zum ersten die Aufmachung von diesen Mini-Shinies nicht so geil wie bei verborgenem Schicksal. Ja, verborgenes Schicksal finde ich hier geiler. Und auch die Pokémon, die hier drin sind und die bei verborgenem Schicksal drin sind, da finde ich die vom Verborgenen deutlich geiler. Deswegen, also hier, wie gesagt, dieses Set sammle ich halt nicht und deswegen würde ich mir dann im Zweifel die Amazing Rares hier draus nachkaufen. Aber die aus Farbenschock will ich halt eigentlich schon gerne ziehen, so an sich. Genau. Apropos ziehen, wir gucken jetzt drauf, was wir gezogen haben. Also hier sind jetzt die drei Amazing Rares, wo wir ja mal Amazing-mäßig reingeschissen haben. Nein, es geht. Es geht, es geht. Man hätte auch dreimal dieselbe ziehen können. Ne? Soll ja vorkommen, dass man dreimal eine Karte zieht. Digimon. So, das ist auf jeden Fall jetzt die Amazing Rares, die wir heute gezogen haben. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich es mache. Ich würde mir jetzt die normalen V-Hits nämlich mal vornehmen. Da haben wir einmal Togekiss, Ampharos, zweimal Togekiss, so, Pion Draghi, Galaflam Pavian, Durengard und Zarude Sandstorm, genau, so, das auf jeden Fall dann die V-Hits von heute, zweimal Togekiss ist okay, Ampharos ist nice, Pion Draghi und der ganze Rest, naja, müsste nicht, aber wie gesagt, es sind eh nicht so geile Karten drin, von daher
Finde ich, ist das schon eine ganz gute Auswahl. Das Pikachu hätte ich mir noch gewünscht, aber gut. Dafür haben wir das als Full Art gezogen. So, und dazu kommen wir nämlich dann genau jetzt. Die beiden Full Arts und auch die V-Max von heute. Das war dann einmal das Pikachu, das Galar Flampavian und das Duringard als V. So, jetzt gucke ich nochmal die Rare-Karten durch. Und zwar waren da ja auch ein paar geile Holos dabei, ne? Zum Beispiel du. Wer denn noch? Ne, Zwirfins nicht. Die beiden hier, die waren auch ganz cool. Du, schau mal nach oben. Du bist cool. Du bist uncool. Du bist cool. Du bist uncool. Ja, also wie gesagt, die kommen jetzt mal weg. Was wir auch noch gezogen haben, Preise, keine Ahnung, ob das lohnt. Blitzer, Flamara, wie gesagt, die beiden Non-Holos, aber halt sehr coole. Dann Dialga, gut, Regirock, Zwirfins, ja, okay. Das eigentlich so meine, sind sogar fast, muss ich ganz ehrlich sagen, also mal abgesehen von dem Pikachu, sind das eigentlich meine, ja, meine echten Highlights heute. Lugia-Holo, Dialga und Zekrom-Holo, Blitzer und Flamara. Die Karten sehen extrem cool aus. Und, Sticker-Booster, genau. Diesmal bin ich vorbereitet, diesmal habe ich schon alles hier liegen. Der kommt nämlich jetzt noch. Und dann, ja, was weiß ich. Ich brauche keine Umbaupause, also ich habe ja alles hier. Sonst muss ich das dann immer noch herholen. Jetzt bin ich mal halbwegs vorbereitet. Machen wir das mal ohne Umbaupause. Einfach so hergeholt schnell. Haha. Genau. Und, ach scheiße, jetzt, wo sind. Ach, die Schere habe ich weggeworfen. So, die Schere hatte ich weggeworfen. Aber ich habe sie wiedergeholt. Deswegen können wir jetzt hier ratzfatz reingehen in den Sticker Booster. Schuh. Wir haben. Oh. Bulbasaur. Also Bisasam. Ich warte mal, ich kann mal gerade nachgucken. Ich weiß. Nee, okay, hatte ich schon. Schade. Shigi oder so fehlt mir noch. Nee, Glumanda, genau. Glumanda fehlt mir noch. Okay. Aber bist du. Ach so, das ist die Prisma. Ah, ich dachte, ich hätte die Dinge andersrum rausgeholt. Okay, das ist der Prisma. Ja, nee, der fehlt uns auf jeden Fall noch. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben Flamara, Europe, Pixie, wir haben Paras, wir haben Traumato, wir haben Lavados, passt noch drauf, wir haben Kikli, wir haben, oh, Glurak. Aber den haben wir jetzt schon, glaube ich, dreimal, gell? Also einmal hier drin und das ist jetzt, glaube ich, der zweite, den ich quasi über habe. Und Menki, genau. Dann würde ich sagen, sortiere ich die mir jetzt wieder hier nach Reihenfolge und gucke dann, welche ich hier reinkleben kann. So, ich habe sie alle hier. Also Glurak, wie gesagt, ist ja safe, doppelt. Dann mit der 36. Das Pixie, das ist auch doppelt. Dann mit der 46 der Paras, der ist auch doppelt. Dann das Menki ist hier auch doppelt. Europe brauche ich, glaube gar nicht gucken. Weiß ich, dass der doppelt ist. 86. Wo sind hier die 86? Natürlich genau ein zu viel. Genau, da ist er. Dann das Traumato 96. Ist auch schon drin. Das Kikli 106. Auch schon drin. Dann das Flamara 136. Ist auch schon drin, meine ich. Ich glaube, die Evolutions hatte ich alle. Hier ist zumindest Aquana, Blitzer, Flamara. Genau. Dann Lavados 146 ist auch drin, also mal wieder ein Pack, wovon wir bis jetzt gar nichts gebrauchen konnten. Hoffentlich aber Bisasam Prisma PR26, genau, einmal ist hier schon Ash mit Bisasam. Das ist aber der falsche. PR28, oh, wie unlucky, okay, hatte ich schon. Schade, schade, Schokolade. Also ein Booster, wo wir überhaupt nichts von gebrauchen konnten. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal hatte, dass ich wirklich gar nichts gebrauchen konnte. Aber okay, so ist es halt. Ja, Freunde der Nacht, das war's mit dem Farbenschock-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann entweder halt, wie gesagt, mit Astralglanz oder mit was anderem, muss ich mir dann überlegen, was wir dann aufmachen. Aber ich würde mich jetzt erstmal bei euch verabschieden und wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Halt die Wurst hoch. Ciao.